So Jungs und Mädels, heute mal ein komplett anderes Video. Ich hoffe natürlich, nach 12 FIFA-Videos kann man das auch mal bringen. Schaut es euch unbedingt, ich würde mich riesig freuen, bis zum Ende an. Es gibt auch noch eine XXL-Verlosung, also unbedingt dranbleiben. Schaut euch das ganze Video an, gebt einen Daumen nach oben, viel Spaß. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute möchten wir etwas komplett anderes mal machen. Ihr seht es vielleicht schon am Titel, ihr seht es am Thumbnail und sonstiges, denn heute ist es einfach mal Zeit, ganz kurz Revue passieren zu lassen vom letzten Jahr und ich möchte mich ganz recht herzlich einfach mal ganz offen bei euch natürlich bedanken. Des Weiteren, ihr seht schon, dieses Video wird unterstützt durch Tonsa, durch eine Produktplatzierung, denn im Anschluss gibt es nach diesem kleinen Real Talk noch das dritte Spiel aus Hamburg und nach diesem Spiel gibt es noch eine XXL-Verlosung. Also unbedingt dranbleiben, ich würde mich riesig freuen, wenn wir hier wirklich einfach mal einen Daumen nach oben geben. Schreibt alles in die Kommentare, auf was ihr Bock habt. Schreibt gerne lange Texte. Ich werde mir alles durchlesen, vor allem, weil ich heute Spiel habe. Ich hoffe, das geht klar. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, was ich unbedingt mal ansprechen wollte. Denn darüber habe ich mir jetzt in den letzten 3-4 Stunden extrem viele Gedanken gemacht. Es geht einfach darum, dass wir mittlerweile knapp 85.500 Abonnenten sind. Und ich jetzt mit meinen Eltern schon drüber gesprochen habe, auch mit Freunden, wie war es denn damals vor einem Jahr? Damals hat man sich gefreut, wo man 1000 Aufrufe hatte, da haben wir gerade knapp vor einem Jahr die 10.000 Abonnenten erreicht. Und jetzt 12 Monate später, 365 Tage später, stehen wir hier ganz kurz vor unfassbaren 100.000 Abonnenten. Und das alleine ist natürlich nicht mein Verdienst. Ja, da will ich mich eigentlich komplett rausnehmen. Der eigentliche Verdienst geht ganz klar dir, weil du mich jetzt über ein Jahr jetzt mittlerweile wahrscheinlich unterstützt, vielleicht sogar noch länger. Wir haben ja schon ein bisschen früher angefangen mit dem ganzen Experiment, Leidenschaft, Hobby, YouTube. Und ich habe damals eben einfach was gesucht, was ich machen kann, was mir extrem viel Spaß macht. Das habe ich damit natürlich auch gefunden und es macht mir seitdem unfassbar viel Spaß. Es macht mir immer noch extreme Freude, für euch Videos rauszuballern. Und ich denke, ihr merkt es einfach selber, dass ich euch so viel zurückgeben möchte, wie es nur geht. Denn, ja, 13 Videos die Woche ist jetzt so ein Knackpunkt, wo man sagt, das ist nicht wenig. Und ihr merkt es vielleicht auch, manchmal sind die Videos vielleicht nicht ganz so stark geschnitten. Vielleicht ist da auch irgendwann mal meine Laune vorbei. Vielleicht habe ich auch mal Augenringe. Ich habe euch ja gesagt, damals noch vor 2-3 Monaten, dass es mir vielleicht ein Stück weit zu viel wurde. Das ist zurzeit einfach nicht der Fall. Ja, ich habe einen ganz guten Rhythmus, ich kriege das eigentlich alles auch ganz gut hin. Und ich möchte einfach euch zurückgeben, beziehungsweise dir ganz allein zurückgeben, das, was du machst. Denn du kommentierst, du motivierst, du likest die Videos, du schaust dir die Videos an. Und ich kann eigentlich die Dankbarkeit nicht in Worte fassen. Und ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, was, wenn wirklich die 100.000 erreicht sind, wie ich so viele wie möglich von euch glücklich machen kann. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ihr sollt wirklich wissen, meine Community liegt mir extrem am Herzen. Klar, es ist natürlich logisch, dass ich die Kommentare, die ihr unter die Videos schreibt, jetzt mittlerweile nicht mehr alle beantworten kann. Das war ja ganz früher der Fall. Da habe ich mich wirklich jeden Tag hingesetzt, jeden einzelnen Kommentar beantwortet. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich jeden Kommentar durchlese, mir Notizen mache, auch wenn ihr irgendwelche Tipps habt und sonstiges. Ich bin ein sehr, sehr Community-basierender Mensch, weil ich finde, ihr als Community gebt eigentlich mir nur das, was ihr mir ermöglichen oder was mir ermöglicht wurde. Du ganz allein hast sozusagen mir das gegeben, was ich jetzt machen kann. Sei es jetzt zum Beispiel Tonsa. Grüße gehen raus an das komplette Team. Jungs, ihr seid eine Hammertruppe und ich freue mich riesig, dass wir bald wieder in Berlin zueinander finden und dahingehend auch Berlin rocken werden. Vielleicht geht das auch noch weiter. Tonsa, auch ein ganz großes Dankeschön überhaupt für die Einladung. Des Weiteren, Gamescom-Zeit, wir machen Fotos, wir quatschen miteinander. Das ist so ein Gefühl, das könnt ihr euch eigentlich so gar nicht richtig vorstellen. Es ist
Kribbeln im Bauch pur und es macht einfach unfassbar viel Spaß, mit euch zusammen die ganze Zeit hier YouTube zu erleben. Und ich hoffe natürlich, dass wir das Ganze natürlich auch noch rocken werden. Nicht nur jetzt am Ende des Jahres von 2017, sondern vielleicht auch hinüberweg zu 2018, 2019. Ich weiß nicht, wie lange ihr oder du mich angucken möchtest, wie lange du mich feierst, wie lange du mich supportest und so weiter und so fort. Und ich möchte natürlich euch das zurückgeben, was ihr eigentlich auch verdient habt. Und ich würde am liebsten auch mit jedem von euch ein Foto machen. Aber es geht leider nicht. Und es tut mir auch immer im Herzen weh, wenn ihr mir zum Beispiel bei Instagram ganz, ganz viele Nachrichten schreibt. Ich kriege pro Tag so viele Fragen, auf die kann ich nicht alle antworten. Und das tut mir sehr, sehr weh. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass ich trotzdem alles für dich und für euch als Community tun werde. Ich gebe mein Bestes, ich reiß mir diesen hier auf, definitiv, und ich werde immer weitermachen. Und danke, 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 dass du mich abonniert hast, dass du mich so weit unterstützt, dass du mich so weit motivierst. Und es ist einfach ein geiles Gefühl, so eine Weltklasse-Community hinter sich zu haben. Klar, es gibt den einen oder anderen, der hatet gerne mal, aber auf die, so einen kleinen Bruchteil, auf die brauchen wir nicht blicken. Mir fallen so viele Namen ein, die würde ich jetzt, wenn ich jetzt welche nenne, dann denken wieder die anderen, dass ich die nicht kenne oder sonstiges. Aber es gibt so viele Namen, die wirklich immer wieder kommentieren, die mich immer wieder pushen und, selbst auf Instagram oder auf Twitter. Es ist einfach Wahnsinn, was ihr hier geschaffen habt und was wir gemeinsam hier noch rocken werden. Da bin ich mir extrem sicher. Ich wollte einfach mal Danke sagen, dass ihr mir das ermöglicht habt. Und jetzt gibt es erstmal das Tonzer-Spiel. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und am Ende der ganzen Sache gibt es natürlich noch die XXL-Verlosung. Hey. Yeah. Freestyle Friday 47. I'm in my moccasins. I got my bedhead. Hey, come on. If I got some shit you need, I'll drop it off. Drop it off. Hey, and if you make a drink for me, please top it off. Top it off. Hey, because we're all just friends in need. Don't drop the ball. Drop the ball. Hey, and when we win this game, we'll leave and be standing tall. Und damit einen wunderschönen guten Tag aus der Sprecherkabine. Mein Name ist Chris und herzlich willkommen hier zum dritten Tonzer-Spiel der YouTube Allstars gegen die Elb Allstars, die wir heute als Gegner haben. Ihr wisst es genau, die ersten beiden Spiele in Köln und Dortmund wurden von uns siegreich bezwungen. Ja, beide Spiele konnten wir gewinnen und natürlich war auch heute das Ziel, das dritte Spiel in Hamburg zu gewinnen, damit wir vielleicht ohne Niederlage nach Berlin fahren können. Wir sind bereit, wir sind heiß, das Team ist da. Personell gibt es eigentlich nur eine Veränderung. Fatih rückt in den Sturm statt Anton aka Visca Barca. Der war diesmal nicht wieder am Start. Ihr seht schon, Yannick, Grüße gehen raus, du hast dein Trikot vergessen. Ist jetzt einfach mal Patrick von PMTV. Meti im Tor, Karol draußen. Ja, der hat ein bisschen was mit dem Arm. Auch hier noch eine Torhüterveränderung. Damit ist aber die Mannschaft trotzdem komplett. Wir haben natürlich wieder die Viererkette mit Julius, mir, Julian und Max Power. Im Zentralen haben wir dann Hansus und Lukas. Rechts Leon, links Yannick, vorne drinne Cupanito, den Capitano und Fatih. Und damit starten wir direkt mal ins Spiel rein und wir wollen natürlich das ganze Ding hier gewinnen. Das sollte für alle klar sein. Beide Mannschaften sind bereit und wir starten direkt mal in die erste Szene rein. Und die kommt von jemandem, wo wir das, glaube ich, überhaupt nicht erwartet haben. Die 44, das ist Julian. Ist sogar die 14 und er bringt hier den Roulette und die Zuschauer rasten hier komplett aus. Ich habe mir nur gedacht, Julian, wo hast du das denn gelernt? Ja, überragend gemacht und dann gehen wir hier über zur fast nächsten Chance, beziehungsweise in der Chance, die vielleicht hätte da sein können, ist aber nichts geworden. Nächste Aktion, Yannick auf guten Cupanito, auf unseren Capitano. Der macht das eigentlich gut, setzt da den Körper rein. Grüße gehen raus übrigens, ja. Und ich muss sagen, das Spiel hat sich sozusagen sehr, sehr oft im Mittelfeld abgetragen. Aber auch hier nächste Chance. Lukas testet zum ersten Mal den Keeper. Ja, den Keeper. Und auf den müssen wir heute ganz, ganz stark Acht geben. Denn Kevin, der ist richtig gut heute in die Partie gekommen. Erstmal nächste Szene. Ihr seht schon, die Elbstars im Angriff. Haben wir aber ganz gut souverän gemeistert. Ja, jetzt gucken wir uns mal den Kapitän an. Ja, die Nummer 7. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Nummer 7, Soleman, er spielt beim FC St. Pauli in der Bundesliga, ja, also auch er nach den Spielern von Gladbach, nee, Düsseldorf und Dortmund
und Bochum, ja, der nächste Bundesligaspieler, gegen den wir hier ran mussten. Und der zeigt natürlich auch immer, was er kann. Aber jetzt erstmal wieder wir, die YouTube-Stars im Angriff. Kupanito auf Yannick, die Offensive, die Power startet auf jeden Fall schon mal gut rein. Aber da hat der Yannick wahrscheinlich die Schuhe nicht richtig gebunden, ja. Schwaches Schüsschen, aber da will ich mich erstmal in diesem Spiel nicht ausnehmen. Jetzt erstmal wieder die Elbstars und hier seht ihr schon wieder die Innenverteidigung mit mir und Julius steht. Ja, da muss man erstmal ein bisschen lachen, ja, das Abklatschen hat auch nicht ganz so optimal funktioniert. Aber wir haben erstmal die Sache bereinigt und der Kasten von Meti bleibt sauber. Nächste Szene, wieder Yannick, der hier durchgeht, trippelstark ist er ja. Nächster Abschluss, abgeblockt und dann geht es direkt über in den Konter. Und da hofft man natürlich, dass nicht viel passiert. Aber ihr seht schon, Steilpass. Aber Max, ja, die Legende, der Riese da schlechthin in der Viererkette, kein Problem, läuft er den Stürmer ab und wir haben sozusagen die Möglichkeit, hier immer noch weiter 0:0 zu stehen. Weiter geht's, nächste Aktion und diesmal ein richtig fetter, geiler Steilpass von Yannick auf Kupanito. Diesmal umgedreht das Ganze und leider Gottes kann hier Kevin das Ding halten. Ja, Kevin, überragender Torhüter, hat auf jeden Fall hier in diesem Spiel extrem viel geleistet, spielt übrigens in der Landesliga beim Harburger TB, also wenn ihr ihn mal abchecken wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen, vor allen Dingen durch die App Tonsa, ihr wisst Bescheid, dazu kommen wir dann später nochmal und dann kommt hier erstmal die Ecke und da war Hayakiri im Strafraum, ja, keiner wusste so richtig, wo der Ball war, aber am Ende ist natürlich wieder Kevin Sieger, ja, so oft wie möglich hält er hier das ganze Ding fest und jetzt gehen wir zur nächsten Ecke über und jetzt kommt meine erste Aktion. Hier wollte ich aber was ganz Großes starten. Ihr seht schon, Ecke kommt von Yannick. Ich komme reingesprungen und wollte den hinter dem Standbein mit der Hacke machen. Den musste ich probieren. Klar, ich kann den einfach mal nehmen mit links direkt, dann geht er vielleicht rein. Aber die Möglichkeit, da so hinzugehen, war auf jeden Fall nicht schlecht. Und deswegen habe ich das ganze Ding hier natürlich ausprobiert und wollte vielleicht das Ding mit einem richtig schönen Tor veredeln. Hat leider nicht funktioniert und dann direkt der Gegenstoß. Aber auch hier, ja, ihr seht schon, die Abwehr steht, keine Gefahr, Meti muss nicht eingreifen, heißt 0:0 weiterhin und jetzt wieder Julian. Julian macht das richtig stark, setzt sich hier durch und dann, ja, versagen ihm die Nerven, aber die Chance hat trotzdem noch weitergelebt. Wir spielen das Ding erstmal raus auf Leon, der sieht Kupanito, setzt an, das Ding geht eigentlich in den Winkel. Und dann kommt so eine Parade. Weltklasse-Ding, Yannick nochmal im Nachschuss, legt eigentlich recht gut der Ball. Aber was da los war, also Yannick, die Schuhe, die waren wahrscheinlich doch nicht die besten. Ja? Würde ich gerne mir zusenden lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Nächste Szene. Wir gehen raus auf die Außenpositionen. Da gibt es erstmal, ja, den Halbzeitpfiff. Ja? Denn es war aus. Die erste Halbzeit. 45 Minuten bzw. 35 Minuten gespielt. 0:0. Da gehen wir in die Pause. Zwischenfazit, ja, wir hatten die besseren Chancen, aber haben leider die Chancen nicht genutzt und deswegen gehen wir direkt in die zweite Halbzeit über und die beginnt mit einer richtig, richtig guten Chance von den Elbstars. Und da haben wir Glück, dass Sameti nicht eingreifen muss, denn der Ball geht rechts am Tor vorbei. Und da müssen wir sagen, ja, da haben wir auf jeden Fall schon ein Stück weit Glück gehabt. Des Weiteren, was man noch dazu sagen muss, Carol mittlerweile auf dem Spielfeld in der zentralen, im zentralen Mittelfeld, dann haben wir aber getauscht, denn ich bin dann ins Zentrale gerückt, Carol hat gesagt, nee, ZM, da laufe ich viel zu viel und ihr seht es schon nochmal, nächste Chance für die Elbstars, die kommen langsam rein, Lattenschuss und deswegen, Bernie ging es nicht so gut, gute Besserung auf dem Weg jetzt hier hin zu dir, nächste Szene, ihr seht es schon und jetzt geht's los, na, die Elbstars sind gut dabei und ja, Süleyman, der spielt in Bundesliga und ist ein bisschen schneller als Julian und da hat die Fortuna mitgewirkt, ja. Fortunas Glück bewahrt uns hier vor dem Rückstand. Immer noch 0:0, mittlerweile ein Tor auf jeden Fall auf beiden Seiten verdient. Die Zuschauer waren trotzdem gut gelaunt und es blieb weiterhin unentschieden, torlos. Nächste Szene, ihr seht schon, Lukas am Start, weitergeleitet auf Julius. Und Julius geht erstmal, schöner Hackentrick und jetzt, ja, hätte ich mal nicht zu viel gesagt mit dem Schüsschen, ja, vor uns ja nichts, tut mir leid, aber ich wollte ihn einfach mal direkt probieren, er lag eigentlich nicht schlecht, wenn ich ihn richtig treffe, geht er vielleicht hinten in den Winkel rein, Möglichkeit war da, ich habe es gemacht, leider nichts geworden, nächste Möglichkeit, Kuba auf Fatih und da steht Lukas da und ja, auch dieser Ball findet den Weg leider nicht ins Netz, ja, Kevin ist bis jetzt noch
nicht geschlagen. Das muss irgendwann werden. Wir wollen hier nicht ins Elfmeterschießen rein. Nächste Möglichkeit. Der Ball kommt optimal zu Leon. Aber der macht nicht viel draus. Linker Fuß ist vielleicht jetzt nicht ganz so sein starker. Und deswegen ist Kevin da und macht das ganz optimal. Ja, nächste Szene. Max Power. Ihr seht es schon. Jetzt kommen meine Aktionen hier so im Spiel. Also muss man sagen, ja, ich denke mal. Yannick, ihr seht es schon. Gutes Zusammenspiel zwischen mir und ihm. Perfekter Ball. Jetzt kommt der No-Look-Pass. Schön rechts raus auf Leon. Und auch er zieht das Ding ab. Aber auch der geht leider am Tor vorbei. Weiterhin torlos diese Partie. Es häuften sich die Tormöglichkeiten. Aber es blieb weiterhin beim 0:0. Hier wieder der Sturmtank. Ja. Da bricht leider Yannick ab, aber irgendwie auch doch nicht, denn ich krieg den Ball dann wieder und dann geht's natürlich nach vorne. Schöner Doppelpass, verzögert mit Yannick. Schade, dass er dann nicht nochmal rausspielt. So einen doppelten Doppelpass, da wäre es, denke ich mal, nicht ganz so schlecht geworden. Ne? Dafür machen wir es hier ein Stück weit besser. Wieder Doppelpass von mir und Lukas. Lukas schließt ab und dann hier die Parade. Kevin ist da. Ja, er ist da und hält den Kasten sauber. Definitiv Man of the Match, meiner Meinung nach, von beiden Mannschaften. Er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Unbedingt mal abchecken. Und weiter geht's mit der nächsten Szene. Ihr seht schon, jetzt sind wir wieder da. Es ist fast Ende des Spiels. Und dann nehmen wir mal kurz den Spieler aus und leiten das Ding weiter auf Lukas, der... Nein, Cooper macht das, der auf Yannick und dann... Ja, die Chance war dann leider doch nicht ganz so optimal. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Nächste Möglichkeit. Und jetzt geht's ab. Ihr habt ja immer gedacht... Ja, wie schnell ist denn der Chris? Ja, und guckt euch an. Da überläuft dann und dann kommt die Flanke, die eigentlich so halbwegs auch ein Schuss war. Ich habe eigentlich überlegt, ja, was machen wir denn nun? Schießen, Flanken oder sonstiges? Und ihr seht schon, Ecke gibt's und ich ärgere mich extrem. Wir haben hier zwei Gegenspieler wunderschön überrannt und trotzdem das Tor nicht gemacht. Ja, es bleibt weiterhin beim 0:0. 18:02 ist es mittlerweile. Das bedeutet, es wird Zeit für Tore. Ja, sonst geht's hier ins Elfmeterschießen rein. Erstmal wieder Smaxi am Ball. Schön gemacht, durchgetankt. Wollte eigentlich rüberspielen auf Leon. Durch zwei, drei Zwischenstationen kommt der Ball auch zu ihm. Chance wird abgewehrt mit der Hacke. Und dann gibt's vom Soleiman hier den ja, Schlitzer. Ja, er nimmt den Ball nicht perfekt an und dann kommt Leon mit der Flanke. Genießt die Stimmung, Jungs. Traumhaftes Tor. Wunderschön rausgespielt. Lukas, der Torschütze. Und da sind wir natürlich mega happy, die Fans sind extrem eskaliert, war Weltklasse, dass wir hier doch noch in der 93. Spielminute, Jungs, in der 93. machen wir hier das 1:0 und damit blieb uns auch das Elfmeterschießen verwehrt. Es hieß sozusagen 1:0 für uns, aber es waren noch ein paar Minuten, der Schiedsrichter hat noch nicht abgepfiffen. Kommen die Elbstars wieder zurück oder eher nicht? Ihr seht schon, die Freude war definitiv groß. Alle, das Teamwork ist auf jeden Fall da, ja. Team Spirit ist da. Es ist ein geiles Team. Grüße geht raus an jeden Einzelnen, der hier dabei ist. Ihr seid eine Hammertruppe. Es ist Weltklasse, neben euch da auf dem Platz zu stehen. Und ich freue mich schon riesig auf Berlin. Und jetzt kommt hier erstmal der RB Leipzig-Angriff. Alle nach vorne, Ball hoch und weit, bringt Sicherheit. Ich unterlaufe den Ball erstmal. Und dann geht es natürlich in die Kontersituation rüber. Klar, es sind alle vorgerannt. Und das ist Lukas. Lukas auf... Cubanito, er guckt nochmal, macht das gut, setzt sich da klasse durch, rutscht, bringt die Flanke an und dann ist nochmal Lukas da und auch er hat heute das Zielwasser nicht wirklich getrunken. Und dann war aber Schluss, wir gewinnen das ganze Ding 1:0, drittes Spiel, dritter Sieg und jetzt seht ihr gleich, was direkt mal auf dem Platz los war. Denn wir haben noch ein Mannschaftsfoto gemacht und dann ging's los. Der Platz wurde freigegeben für euch Abonnenten und es ist eskaliert. Es ist eskaliert, absoluter Platzsturm und ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, der da war, denn ihr habt den Tag richtig geil genutzt, um mit mir zu quatschen, ich konnte mit euch quatschen, wir konnten Bilder machen und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle so nett wart, dass ihr alle so rücksichtsvoll wart und damit gehen wir direkt mal über zu Tonza, zum Man of the Match Voting, denn wie ihr wisst, Tonza ist ja eine Fußball-App, die für jedermann gedacht ist, ja, also es ist für jeden Fußballer da draußen, egal ob du jetzt Bundesliga spielst oder in der Kreisliga spielst, Tonza ist eine App für alle Fußballer und ganz, ganz wichtig ist es natürlich, dass der Spaß daran im Vordergrund steht. Das bedeutet sozusagen, wenn wir ein Man of the Match wählen, ist es natürlich wichtig, mit euren Teamkameraden zusammen das Ganze abzustimmen. Heißt sozusagen auch, wenn ihr ja, dabei sein wollt, ja, bei Tonza mitmachen wollt, ladet auf jeden Fall eure ganzen Teamkameraden ein, ladet euch die App runter und habt Spaß daran, denn ihr könnt euch wirklich
mit den besten Deutschlands deutschen Jugendspieler messen. Ihr könnt dort jeden finden, den es dort vorhanden gibt. Ihr könnt die Statistiken angucken, ihr könnt euch selber vergleichen. Und das ist natürlich überragend, ja. Euch gemeinsam könnt ihr halt als Team bewerten. Und das ist eben das, was eigentlich der Hauptgrund ist, eigentlich, um seine komplette Mannschaftskameraden dort mit einzuladen, weil ihr einfach zusammen voten könnt. Wer war gut, was war im Spiel gut, was hat gut gepasst, und ich denke mal, dass es das auf jeden Fall sehr, sehr intensiv zu zeigen gibt, dass diese App noch was ganz, ganz Großes werden kann. Für jeden einzelnen Fußballer da draußen, ihr könnt da sozusagen, wenn ihr wirklich gut dabei seid, wenn mich nicht gar alles täuscht, gegen uns spielen. Ja, also ihr müsst euch dort anstrengen, einfach die App runterladen, tragt eure Spielkameraden oder ladet eure Spielkameraden, Mannschaftskameraden mit ein. Man of the Match Voting, seid gut drauf, habt richtig viel Spaß, und dann seid ihr auf jeden Fall vielleicht irgendwann mal in der nächsten Auswahl der Tonzer Stars, ja, und könnt gegen uns als YouTube-Team spielen. Und jetzt, ihr wollt es wahrscheinlich alle wissen, vielleicht haben auch viele schon durchgeskippt, ich hoffe es zumindest nicht. Jetzt gehen wir weiter, und zwar zu der XXL-Verlosung. Viel Spaß. Ja, Jungs, ihr habt's gesehen, Hamburg ist eskaliert, ja. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier da war, der das Ding mit mir zusammen gerockt hat. Und jetzt seid ihr natürlich gespannt, wie sieht's denn aus, ja, XXL-Verlosung, was gibt es denn zu gewinnen? Und zwar möchte ich einfach euch mal was wiedergeben. Ihr habt's gestern schon im Video gemerkt, gestern Abend könnt ihr unbedingt reinschalten, da werde ich zwei Codes verlosen zu den Adidas Klitsch, die ihr euch dann kaufen könnt, denn die gibt's so nicht auf dem Markt. Aber ich denke mal, viele von euch haben vielleicht auch nicht das Geld, um sich solche Schuhe zu kaufen, sondern wollen einfach mal ein paar Packs ziehen oder irgendwas anderes im PlayStation Store oder im Xbox Store kaufen. Und deswegen werde ich insgesamt heute 5x10 Euro PSN-Karten verlosen, des Weiteren 5x10 Euro Xbox-Card und nicht zu vergessen auch für die PCler 5x10 Euro Steam, Origin oder sonstiges. Also insgesamt einen Wert von 150 Euro werde ich heute verlosen. Was ihr dafür natürlich tun müsst, sollte eigentlich ganz klar sein. Ihr solltet natürlich Abonnent dieser geilen Community sein. Ihr solltet das Video geliked haben und ihr sollt gerne in die Kommentare einen kleinen Text zu mir, zu meiner Person vielleicht schreiben. Wenn ihr jetzt gerade die Zeit nicht habt, schreibt einfach Hashtag PSN Xbox Live Card oder Origin oder sonstiges hin. Ich werde dann die Gewinner auslosen. Und zwar wird das Gewinnspiel insgesamt auch am nächsten Tonzer-Spiel sozusagen aufgelöst werden. Das wird ungefähr in 2 Wochen werden, wenn wir dann in Berlin wieder da sind. Da will ich schon mal ein richtig fettes Video draus schneiden und dann gibt es dort am Ende natürlich die Auflösung der verschiedenen Gewinner. Darauf könnt ihr euch freuen. Und des Weiteren, was ich noch verlosen möchte, ist zum anderen, denn ich sag's mal so, ich bin ja selber Fußballspieler und ich habe sehr, sehr viele Schuhe getragen, die natürlich jetzt nicht im optimalen Zustand sind. Aber falls irgendjemand Interesse von euch hat, würde ich euch die Möglichkeit bieten. Ich habe noch 4 Paar alte Schuhe sozusagen. Sie sind nicht mehr sozusagen in dem Bereich, wo ihr dann einfach selber spielen könnt. Aber ich würde euch sehr, sehr gerne diese Schuhe signieren. Ich würde sie euch sehr, sehr gerne zuschicken. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt einfach Hashtag Fußballschuh sozusagen in die Kommentare, dann werde ich darunter auch noch ein paar auslosen, die werde ich dann signieren, die werde ich dann zu euch schicken, dann könnt ihr euch meinetwegen, wenn ihr eine Vitrine habt, euch die dort reinstellen. Ich werde versuchen, in den 2 Wochen noch ein Autogrammkarten eben dazu zu, ja, holen sozusagen, machen lassen, mal schauen, ob das funktioniert. Da wird natürlich auch noch eine Autogrammkarte von mir signiert und euch zugeschickt und damit hättet ihr dann vielleicht was Kleines für die Ewigkeit. Vielleicht sind wir irgendwann in 10 Jahren bei 37.000 Millionen Abonnenten und ihr könnt sagen, ich habe die Fußballschuhe, die ehemaligen Fußballschuhe von Smexy. Das möchte ich euch sehr, sehr gerne noch natürlich mitgeben und ich möchte noch insgesamt 3 Merch-Artikel von meinem Merch verlosen. Ich weiß, dass der Merch bei euch nicht so gut angekommen ist. Das ist auch mancherlei verständlich, irgendwie auch traurig, weil ich mich sehr, sehr gerne damit beschäftigt habe, weil ich sehr, sehr gerne auch damit, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt habe, vor allen Dingen mit Tobi, meinem Designer, dass er jetzt nicht ganz so gut angekommen ist. Ja, kann man leider nichts machen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne auch Vorschläge machen, falls ihr irgendwelche anderen Ideen habt, vielleicht zu Weihnachten, wenn man noch ein Merch rausbringen sollte, ne? Was ihr vielleicht gut findet, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da ein paar Vorschläge macht, denn ich würde gerne zu Weihnachten noch was Neues releasen. Vielleicht kommt das ja dann besser an bei euch, aber ich möchte euch insgesamt
drei Merch-Sachen, die ihr euch raussuchen könnt, sozusagen mit Verlosene. Dazu schreibt ihr einfach Hashtag Merch und damit sollte es das eigentlich gewesen sein. Heißt sozusagen eine riesengroße Verlosung, insgesamt 150 Euro, was Guthabenkarten angeht. Dazu möchte ich noch ein paar Fußballschuhe, die ich ehemalig getragen habe, signieren mit Autogrammkarte. Natürlich gibt es auch für diejenigen, die meinetwegen die PSN-Karten gewinnen, gerne auch noch eine Autogrammkarte dazu. Plus drei Sachen von meinem Merch werde ich natürlich auch verlosen, plus Autogrammkarte, handsigniert von mir. Und damit möchte ich einfach mal was zurückgeben. Ich denke, das ist nicht schlecht. Das sind dann knapp 22, 23 Gewinner, die ich dann eben persönlich anschreiben werde. Das sind ein paar mehr, als wenn ich zum Beispiel nur eine PSN-Card oder eine Xbox-Card verlose. Ich denke, das sollte ganz gut klar gehen. XXL-Verlosung, gebt gerne einen Daumen nach oben, seid Abonnent dieses Kanals und dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an so viele geile junge Leute, die diesen Content, den ich mache, feiern, die mich soweit unterstützen. Danke an dich, danke, dass du mich motivierst, Tag für Tag für dich Videos zu machen. Vielen, vielen Dank. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und ciao.